Hi liebe Ersties, ich bin die Carrie und ich zeige euch heute, wie ihr für den Start an der KU gewappnet seid. Mit der Immatrikulation habt ihr auch euer Freischaltpasswort und eure Kennung erhalten. Diese begleitet euch euer ganzes Studium und ist der Schlüssel zur gesamten KU-Online-Welt. Natürlich könnt ihr euer Passwort auch jederzeit ändern. Das macht ihr einfach unter ku.de/account. Jetzt, wo ihr Erstis seid, braucht ihr sicherlich auch öfter mal eine Studienbescheinigung oder andere Unterlagen für BAföG oder die Krankenversicherung. Diese könnt ihr einfach unter mycampus.ku.de herunterladen. Wenn ihr am Campus vor Ort seid, könnt ihr euch natürlich ins WLAN einloggen. Dazu stehen die Uni-Netzwerke KUI und EduRoam zur Verfügung. Dazu müsst ihr zunächst einen VPN-Client herunterladen und eure Zugänge einrichten. Je nach Betriebssystem und Endgeräte gibt es verschiedene VPN-Clients. Alle Infos dazu findet ihr auf den Seiten des Rechenzentrums. Hier findet ihr auch Videotutorials und weitere Unterstützung. Alle Studis haben zudem ihre eigene Mailadresse. Einloggen könnt ihr euch unter mail.ku.de oder exchange.ku.de. Natürlich könnt ihr eure Mails aber auch einfach an eure private Mailadresse umleiten lassen. Das könnt ihr einfach unter ku.de/urz/profil. Somit verpasst ihr nie irgendwelche Infos rund ums Studium und seid immer bestens informiert. Das waren meine Tipps für euch. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß in eurem ersten Studienjahr als Ersti und ganz viel Erfolg. Ciao, eure Carrie.